Und gestatten Sie mir kurz zu starten mit dem Bericht des Oberbürgermeisters. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Stadträtinnen und Stadträte, gestatten Sie mir heute unter dem Bericht des Oberbürgermeisters zwei wichtige Themen anzusprechen. Selbstverständlich haben Sie, wie wohl fast alle Menschen in unserem Land, die Entwicklung der Corona-Pandemie der vergangenen Tage und Wochen genauestens verfolgt. Leider müssen wir feststellen, dass uns die Sommermonate nur eine kleine Atempause verschafft haben. Seit Anfang September verzeichnen wir auch in der Landeshauptstadt Dresden einen kontinuierlichen Anstieg. Einen Anstieg, der leider in den letzten zwei Wochen an Dynamik gewonnen hat. Die Corona-Ampel steht mittlerweile auf Gelb mit einer Inzidenz von 28, Tendenz steigend. Am heutigen Vormittag hatte der Ministerpräsident die Landräte und Oberbürgermeister eingeladen, um die Ergebnisse der gestrigen Sitzung mit der Bundeskanzlerin vorzustellen. Die wichtigsten Eckpunkte konnten Sie bereits den Medien entnehmen. Sachsen hat das Beherbergungsverbot aufgehoben. Übernachtungen sind ab Sonnabend uneingeschränkt möglich, eine klare Regelung. Der Freistaat Sachsen wird sich auch künftig gewissenhaft mit seinen Maßnahmen an der Corona-Ampel orientieren und Maßnahmen ergreifen, die sich bewährt haben. Wir haben uns heute waren uns sehr einig, dass hier eine sachsenweit einheitliche Lösung die Akzeptanz für die Bürgerinnen und Bürger maßgeblich erleichtert. Die nächste sächsische Allgemeinverfügung oder Corona-Verordnung ist in Vorbereitung und es sieht klare, nachvollziehbare Maßnahmen vor und ist auch geplant, vor dem eigentlichen Datum, dem Auslaufen der heutigen, was der 2. November wäre, in Kraft zu setzen. Und in dieser ist vorgesehen, ab einer Inzidenz von 35 Feierlichkeiten im Familienkreis und gemeinsamer Aufenthalt im öffentlichen Raum von maximal 25 Personen zu ermöglichen. Die erweiterte Maskenpflicht im öffentlichen Raum, die vorsieht in öffentlichen Gebäuden und eben da, wo eben viele Menschen zusammenkommen, ob es in Haltestellen, in den Innenstädten ist, einzuführen. Es wird genauso vorgesehen, eine Sperrstunde in der Gastronomie ab 23 Uhr und die Teilnehmerzahlen bei Veranstaltungen weiter zu begrenzen, wenn die Zahl der Inzidenz von 35 überschritten wird. Ab einer Inzidenz von 50 sollen dann Treffen privat und öffentlich nur noch mit maximal 10 Personen bzw. 2 Hausständen erlaubt sein. Es wird dann eine generelle Maskenpflicht geben und auch eine Verlängerung der Sperrstunde und in dieser Zeit auch ein Ausgabeverbot von Alkohol. Diese Maßnahmen werden jetzt mit den Ministerien diskutiert werden und dann in einer sächsischen Corona-Verordnung ihren Niederschlag finden. Ich will ankündigen, sollten wir, bevor die sächsische Corona-Verordnung in Kraft tritt, die Inzidenz von 35 in Dresden überschreiten, werden wir eine eigene Allgemeinverfügung erlassen, die genau diese Rahmen, die im Moment auf der sächsischen Ebene diskutiert werden, dann für uns vorab in Dresden umgesetzt werden, sodass wir alles dafür tun, damit wir den weiteren Anstieg der Fallzahlen zumindest bremsen. Meine Damen und Herren, die gestaffelten Maßnahmen, die wir ergreifen werden, haben einzig und allein ein Ziel. Wir müssen die sogenannte zweite Welle brechen. Das heißt, es muss uns wie im Frühjahr gelingen, dass die Ansteckung mit dem Virus nicht unkontrolliert erfolgt. Doch der entscheidende Unterschied
zum März, April wird sein, wir müssen den Lockdown verhindern. Warum? Ein großer Teil unserer Bürgerschaft, Arbeitnehmer, Selbstständige, Künstler und auch Unternehmen haben es geschafft, die Situation, die durch den Lockdown entstanden sind, bestmöglich zu meistern. Manche mit letzter Kraft. Ich glaube nicht, dass wir diesen Frauen und Männern eine weitere Stilllegung des öffentlichen Lebens zumuten können und dürfen. Gleiches gibt selbstverständlich nicht nur für das wirtschaftliche und kulturelle Leben in der Stadt. Dies gilt auch für die vielen Familien und Alleinerziehende, die eine große Last getragen haben und immer noch tragen. Wir haben heute auf der Tagesordnung unter anderem auch ein anderes wichtiges Thema, welches zumindest indirekt mit der Corona-Entwicklung im Zusammenhang steht, nämlich die Durchführung des Striezelmarktes. Warum kämpfen wir wie verrückt als Verwaltung, dass das Weihnachtsmarktgeschehen stattfindet? Ich glaube, für viele Menschen, für viele Familien ist in unserer Land das wichtigste Familienfest Weihnachten. Und wenn wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt weiterhin bewahren wollen, das Mitgehen der Menschen, sollten wir alles daran setzen, das eben auch frühzeitig daran setzen, dass diese wichtige Familienfeier möglich wird. Das gilt sowohl, dass man sich im Familienverbund trifft, das gilt für viele Familien und Bürger, dass sie natürlich Weihnachten auch gerne in die Kirche gehen wollen. Und es gilt auch im Vorweihnachtlichen, in der Adventszeit, dass man sich auf Weihnachtsmärkten entsprechend treffen kann. Wir wussten von vornherein, und so haben wir unsere Planung auch angelegt, dass das dieses Jahr nicht leicht wird. Und dass es überhaupt nicht so gehen wird, wie wir es in den letzten Jahren erlebt haben. Wir haben da gerungen und ich habe mich mit vielen Marktveranstaltern, ob in der Stadt und in dem Land, gestritten darüber, weil ich gesagt habe, die Konzepte, die wir in der Vergangenheit hatten, werden dieses Jahr nicht funktionieren. Deswegen haben wir für den Striezelmarkt auch eine ganz klare Trennung vollzogen zwischen normalen Ständen, die im Prinzip wie Handelseinrichtungen da sind, und den Gastronomiebereichen, die abgegrenzt sind, die entsprechend mit Mengenbegrenzung, mit Nachverfolgung versehen werden können und die uns ermöglichen, die klaren Hygienekonzepte im Erhalt und in der Minimierung des gesundheitlichen Risikos auch tatsächlich in die Tat umzusetzen. Wir werden weiterhin darum kämpfen, dass das möglich bleibt und wird. Aber das ist nicht trivial. Und wie gesagt, ich kann nur Kompliment an alle Kolleginnen und Kollegen im Rathaus machen und alle Partner, dass sie uns dabei wirklich nach Kräften und das Unmögliche möglich machen, unterstützen. Gleichzeitig stehen wir in der Verwaltung im engen Austausch, um das Gesundheitsamt mit allen Möglichkeiten zu unterstützen. Nicht nur bei diesem Thema, sondern ganz generell bei allen Fragen. Dazu gehören neben den notwendigen technischen auch die personelle Ausstattung. Aus diesem Grund habe ich sofort entschieden, dass die Amtsleiterposition im Gesundheitsamt nicht unbesetzt bleiben darf. Gleiches gilt allerdings auch für das Schulverwaltungsamt und die wichtigen Aufgaben, die hier anstehen. Insofern hoffe ich sehr, dass der Stadtrat auch in dieser Frage heute unserem Vorschlag folgen wird. Wir erleben weltweit eine Situation, die uns alles sehr beansprucht. Wir stehen vor Herausforderungen, die vor wenigen Monaten noch undenkbar waren. Ich wünsche mir, dass der Stadtrat und die Verwaltung diese Zeit als eine Gemeinschaftsaufgabe betrachten. Nicht nur den Infektionsschutz, sondern alle Themen, egal ob in der Wirtschaft, der Kultur, dem Sozialbereich oder in der Bildungspolitik. Ideologie und Maximalforderungen werden uns nicht weiterhelfen. Ich hoffe sehr, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte,
Gerade mit Blick auf die beiden aktuellen Stunden, die gleich anstehen, will ich ein weiteres Thema ansprechen. Am 25. Oktober wird es zu einem großen Versammlungsgeschehen in unserer Stadt kommen. Und auch hier wird es eine enge Abstimmung zwischen Versammlungsbehörde und Gesundheitsamt geben und gibt es schon. Mir persönlich ist es an dieser Stelle aber besonders wichtig, dass viele Menschen an diesem Tag bereit sind, ein starkes Zeichen einer offenen, vielfältigen und toleranten Stadtgesellschaft zu senden. Ich stehe fest auf dem Boden des Grundgesetzes, wenn ich sage, dass die Versammlungsfreiheit unabhängig der politischen Meinung oder Ausrichtung gilt. Aber das Versammlungsrecht erlaubt explizit, dass diese Meinungen in Konkurrenz zueinander auftreten dürfen. Ich, der Gilbert, will in einer Stadt leben, die in der öffentlichen Wahrnehmung und im gesellschaftlichen Leben nicht von Hass und Hetze geprägt ist. Ich will, wie die allergrößte Mehrheit der Stadtgesellschaft, dass wir reale Probleme angehen, aber auf der Grundlage von Vertrauen und Respekt, nicht mit Rassismus, Vorurteilen und Ausgrenzung. Deshalb rufe ich ganz bewusst dazu auf, am 25. Oktober ein buntes Bild dieser Stadt zu zeigen. Lassen Sie uns deshalb auch nicht über versammlungsrechtliche Fragen diskutieren. Lassen Sie uns die Menschen mobilisieren. Am besten alle 22.000 Unterzeichnung der Petition keine öffentlichen Plätze. Natürlich unter Einhaltung der AHA-Regeln. Das wäre ein echter Erfolg für unsere Demokratie und unsere Werte. Vielen Dank.